Herzlich willkommen zum Thema der Woche. Gute Zeiten für Alibaba und Amazon. Die Schnäppchenjäger sind wieder aktiv. Heute Singles Day in China und dann in rund 2 Wochen Black Friday in den USA. Das spült Geld in die Kassen der Online-Händler. Volker Meinel, Derivate-Experte bei der BNP Paribas. Wie sind denn die Erwartungen an die Rabattschlacht, die heute in China stattfindet? Ja, grüß Sie, enorme Erwartungen. Kaufen, kaufen, kaufen. Die Leute lautet das Motto, und allein die ersten Stunden gab es schon einen Umsatz von über 12 Milliarden Dollar. Kein Wunder, es haben sich 200.000 Marken angekündigt, sind dabei bei dem Tag schlechthin. Und wenn man sich überlegt, wir reden hier über 500 Millionen Kunden, das sind 100 Millionen mehr als noch im letzten Jahr. Es sind enorme Zahlen hier im Spiel. Und wenn man sich überlegt, woher das Ganze einfach mal kommt, also wir hatten hier mal von der Studentenbewegung heraus einen Anti-Valentinstag für Alleinstehende. Und dann hat Alibaba irgendwann im Jahr 2009 gesagt, hey, da machen wir einen richtigen Einkaufskick daraus. Und der Tag ging los mit einer TV-Gala und hat für richtige Euphorie gesorgt. Und das kann man noch erwähnen vor dem Hintergrund, dass obwohl die Wirtschaftsdaten, die jüngst gemeldeten Wirtschaftsdaten in China, ja die schwächsten waren seit 3 Jahrzehnten, seit 30 Jahren. Also offensichtlich kümmert das niemand. Die Chinesen kaufen wie wild, und Alibaba und auch anderen wie beispielsweise JD tut das sehr gut. Der DAX ist verhalten in die neue Handelswoche gestartet. Wie agieren denn Ihre Derivateanleger? Ja, verhalten kann man sagen, 13.200, das ist so eine Marke, die momentan so ein bisschen so der Knackpunkt ist. Das ist natürlich ein gewissen ein Rückgang gegenüber der letzten Woche. Hier hatten wir doch einen euphorischen Anstieg gehabt. Allerdings ist das alles noch sehr verhalten. Grundsätzlich ist die Stimmung weiterhin gut. Auch Stimmungsbarometer, auch der jüngste Insiderbarometer, sprich wie Manager wiederum eigene Aktien kaufen bzw. verkaufen, ist positiv. Also die Zeichen sind weiterhin im Plus, sodass es momentan eher eine kurzfristige Korrektur ist. Der Aramco-Börsengang nimmt Formen an. Wie sehen denn hier die Details aus? Ja, enorm. 600 Seiten stark ist das IPO-Prospekt von Aramco. Also es ist ein Börsengang der Superlative, das kann man durchaus sagen, mit diesen Billionenunternehmen. Man streitet sich noch so darum, wird es eher 2 Billionen oder 1,5 Billionen. Man muss sich das mal vorstellen, wir reden hier von einem Jahresgewinn des Aramco im letzten Jahr von 111 Milliarden Dollar erzielt hat. Und wir reden hier von einem 7-mal so großen Konzern wie etwa ExxonMobil. Und die Zeichnungsfrist, die beginnt am kommenden Sonntag, und auch Privatanleger können offensichtlich mit einem geringen Prozentsatz hier teilnehmen. Das ist dann aber immerhin bei dem Börsenvolumen nach einer ganzen Summe. Eine Woche lang können Sie Aramco zeichnen. Ob das ein gutes Investment sein wird, das mag dahingestellt sein. Sie kennen die aktuelle Diskussion rund um Klimaschutz. Es gab auch Staatsfonds, wie etwa der norwegische oder der aus Singapur, die gesagt haben, nein, da beteiligen wir uns nicht. Andere sind dabei, weil sie natürlich hier einen enormen Gewinn wittern. Also es bleibt spannend, was mit Aramco passiert. Auf jeden Fall der Börsengang schlechthin. Was tut sich bei den Edelmetallen zum Wochenstart? Ja, wir hatten jüngst gerade am Wochenende die Edelmetallmesse in München gewesen. Natürlich das Thema immer ganz oben ist Gold. Das Edelmetall kämpft weiterhin um 1.500 Dollar. Man dachte zwischenzeitlich, jetzt geht es nur noch nach oben. Aber die Korrektur, die wir gerade letzte Woche gesehen haben, stimmt doch etwas pessimistisch. Also Gold ist das Thema. Und wenn man euphorisch sein will, dann kann man sagen Palladium, Palladium, Palladium. Palladium, unglaublich, wie das Palladium in den vergangenen Zeit nach oben gegangen ist. Welche Themen ernten bei Ihren Anlegern sonst noch Aufmerksamkeit? Ja, es ist das Thema, wir haben von den 3 Top-Listen haben wir 3 Aktien, interessanterweise fast Premiere, denn wir haben eine Evotec vorne, ein Optionsschein läuft bis Juni 20 noch, mit einem Hebel von 4. Auch auf der Kaufseite ist die Deutsche Lufthansa, aber ein Put, also man geht short auf den Luftfahrtkonzern, Laufzeit hier Dezember 19, Achtung, läuft also nicht mehr ganz so lange. Und das 3. Produkt ist ein Adidas, ein Unlimited Long. Hier braucht man sich zunächst über die Laufzeit keine Sorgen zu machen, ist also ohne Laufzeitbegrenzung. Allerdings gibt es natürlich einen Knockout, der bei 234 liegt. Ein 7er Hebel auf der Kaufseite heute. Volker Meinel, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und viele Grüße nach Frankfurt. Danke Ihnen, tschüss. Liebe Zuschauer, soweit der Wochenauftakt hier bei Börse Stuttgart TV. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier an dieser Stelle heißt Thema der Woche. Bis dahin, alles Gute von uns.